Moinsen, liebe YouTuber! Yo, ich hab hier was Neues, ne? Ja, ich hab hier einfach mal die Batman-Filme 1 bis 4. Adam und Efeu. Ja, mit dem guten Arnold Schwarzenegger in Batman und Robin. Uhuhuhuhu. Yeah! Meine Fresse, war der Film schlecht! Also, alle anderen Filme echt top, aber Batman und Robin, pfui Deibel, Alter. Was habt ihr euch dabei bloß gedacht? Ja, jetzt packe ich mit euch mal diese wunderschöne Box aus. 21,99 hat die gekostet. Ich finde, das geht klar. Zack, zack, Lugi Lugi, einmal aufgemacht. Einmal in den neuen Expertladen drin gewesen, der war komplett umgebaut. Ja, schicker Pappschuber, sagt man schon mal, nicht beschädigt. Auch das Design finde ich eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, ein Kumpel von mir, der hat die gleiche Version. Machen wir mal auf, ja. Erster Teil sowieso legendär, richtig gut. Dann haben wir hier zweiten Teil. Dann haben wir hier dritten Teil. Und dann haben wir hier den vierten Teil. So. Ah, seht ihr das hier? Dieses hier? Das haben sie jetzt anscheinend neu gemacht. Ja, ja, über den ersten Teil, ne? Mit Jack Nicholson. Jack Nicholson, ne? Jack Nicholson. Ja, Jack Nicholson, wirklich. Der erste Teil top, der zweite auch, der dritte. Ja, ja, was ist der dritte? Ja, ja, Batman Forever halt, ne? Ja, Batman Forever, es ist halt voll der Klamauk-Film, ne? Das ist aber trotzdem, haben die Filme irgendwie alle was Sympathisches. Auch Batman und Robin hat irgendwas Sympathisches an sich, aber das ist wirklich, wow, wow. Weiß nicht, what the fuck. Wie alt war ich da gewesen? 12 oder so. Und, oh Gott. Da dachte ich als Kind auch so. Mann, was ist das? Ja, keine Ahnung. Da waren wir hier noch bei Burger King gewesen und haben uns hier das neue Heft geholt. Oh, hier. Hintere Rückseite ist hier noch Bud Spencer Kollektion. Guckt euch das hier an. Große Box und so. Heute habe ich gerade erfahren, im YouTube gibt es ein Video, wo sie Bud Spencer nochmal dokumentiert haben, dass er noch irgendeinen verschollenen Film gemacht hat. Der Bericht kam zwar von der Bild, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man sich vielleicht noch auf einen Film, auf einen verschollenen Film mit Bud Spencer freuen und Terence Hill. Man ist gespannt. Man ist gespannt. Also ich bin da mega gespannt drauf. Halloween Haunt. Ich habe da jetzt noch nicht drin rumgeblättert. Vikings Staffel 5.2. Kenne ich nicht. Ich bin ja sowieso nicht so der Serientyp. Halloween Haunt? Keine Ahnung. Halloween Haunt. Ist der Film was? Kann der Film was? Ab 14.11. im Kino. Ah, der 14. Aber den wievielten haben wir denn heute? Der 16. Falls den jemand schon geguckt hat, schreibt es mir unten rein in die Kommentare, ob der Film was ist. Ich bin ja momentan echt wieder so am Kino nachholen. Merch von Sido? Merch von Sido? Hat Sido jetzt auch schon Merch? Okay. Sido Fan-Fashion. Okay. Kinder, die haben den Liebling gesch... Ah,
Ach Gott. Okay, hier haben wir nur noch Spiele. Death Stranding. Ja, wie gesagt, bei Burger King gibt es ja immer sowas. Ist das leider ein bisschen nass geworden, weil, ja. Ja. Dann geht ja mein kleiner Einkauf noch weiter. Dann war ich noch bei Penny gewesen. Hab mir hier noch ein bisschen Scotch geholt. Ja. Dann noch ein bisschen sowas. Weil Weihnachtszeit ist ja da, so ein bisschen sowas. Ein bisschen Marzipankartoffeln. Und dennoch hier die gute Kinderschokolade. Genau, und damit war's das jetzt. Denn wird sich nachher jetzt noch, ich weiß gar nicht, habe ich euch das jetzt eigentlich auch schon gezeigt, dass ich mir neulich beim Filmparadies in Itzehoe Pennigrew mitgenommen habe für 5,99 auch noch. Saugeiler Film, ich habe den damals im Fernsehen gesehen, ich fand den mega. Ich muss ihn mir jetzt nochmal wieder geben, aber ich glaube, Deutsch DTS Surround sogar. Könnt ihr das sehen? Aber auf jeden Fall, geiler Film mit Jodie Foster. Ja. Und? Aber ich glaube, nachher wird sich erstmal Batman reingezogen. Der erste ist wirklich bombastisch. Jo. Und jetzt geht's nach Hause. Das Wetter ist heute nicht so suboptimal. Ja, denn Leute, haut rein, morgen wird ja kein Video kommen, morgen ist ja Volkstrauertag, da wird nirgendwo was los sein, dann bleibt man einfach mal mit dem Hintern zu Hause, ja, Wochenende war sowieso ziemlich, ja, keine Ahnung, hart, ja, deswegen, ne, Leute, falls ihr das Video mögt, gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Ne? Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ich bin der Flohmarktmaster. Ich zaubere immer, ich versuche es immer, beste Videos rauszuhauen, ne, über Flohmärkte. Sieht es mir jetzt ein bisschen nach. Jetzt ist die Winterzeit. Es ist nicht mehr allzu schwierig. Es ist jetzt schwierig, Flohmärkte zu finden. Und neue Videos rauszuhauen. Beim letzten Video war es halt, ich habe nichts gefunden. Man kann nicht immer die Top-Funde machen. Ich überlege mir auch immer, was ich mir jetzt kaufe, weil es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann habe ich keinen Platz mehr. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Haut rein, habt noch ein schönes, verregnetes Wochenende, zieht euch ein paar Filme rein und falls ihr euch noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft habt oder so oder noch nicht habt, ich habe es auch noch nicht, ich muss auch noch welche besorgen. Also Leute, haut rein!